Moin Leute, wir sind wieder bei den Cookies angelangt. Heute mit dem Espresso-Cookie in Wind. Der Wind-Espresso-Cookie, den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ein sehr ähnliches Monster zu dem im Wasser. Und die Frage ist, ob er ein besseres oder schlechteres Monster ist. Wir werden es sehen und gucken uns das heute in dem Video ein bisschen genauer an. Zuallererst gucken wir doch ein bisschen auf die Fähigkeiten vorneweg, um noch wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann der Cookie denn überhaupt? Was ist vielleicht der Unterschied zu den anderen Cookies? Und da sehen wir nur sehr marginale Unterschiede vorneweg. Erste Fähigkeit ist das Ähnliche, was auch alle anderen Cookies können, also alle anderen Espresso-Cookies. Erste Fähigkeit ist ein Buff-Block, 30%ige Wahrscheinlichkeit, die auf 50 hochgehen kann mit Skill-Ups und sehr viele Skill-Ups. Zweite Fähigkeit ist Kaffeemühle, die kennen wir schon von dem Wasser. Wenn ihr das Video zu dem Wasser noch nicht gesehen habt, checkt das unbedingt aus. Ich glaube, der Wasser-Cookie ist nicht so schlecht und in dem Video habe ich euch mal gezeigt, wo man den auch nutzen kann. Kaffeemühle ist der Dreifach-Hit, der Angriffsleiste jeweils reduzieren kann um 20%. Das heißt, bis zu 60% Angriffsleiste könnt ihr mit diesem ganzen Thema hier reduzieren. Nicht verkehrt. Das geht auch mit Skill-Ups nicht noch weiter nach oben. Und dann greift es ein weiteres Mal, das vierte Mal dann an, um eine Wahrscheinlichkeit von 30% den Gegner zu betäuben. Kleiner Unterschied zu dem Wasser-Cookie ist, dass ihr hier betäubt, anstatt einfriert. Ne? Einfrieren machen irgendwie nur Wassermonster in SW und deswegen geht das hier auf Betäuben. Kleiner, aber feiner Unterschied, der, glaube ich, völlig irrelevant ist. Ja, ihr könnt wieder auf 3 Runden Cooldown runtergehen und ich glaube auch, dass wir hier vielleicht auch unterschiedliche Bildvarianten sehen könnten, je nachdem. Wir gucken uns mal den Passiv an, Koffein. Du bist immun gegen Schlaf und gewährst 2 Runden lang einen der folgenden Effekte. Und Effekte bedeutet, dass ihr euch selber buffen könnt, wenn ihr eine Runde bekommt. Und diese Buffs sind jetzt ziemlich zufällig. Ja, also ihr habt entweder die Möglichkeit, einen Angriffskraft-Buff, einen Verteidigungs-Buff oder einen Angriffsgeschwindigkeits-Buff zu bekommen. In der Regel sieht es dann so aus, dass ihr gleichzeitig, wenn ihr eine zweite Runde bekommen habt, dann beide, also 2 Buffs haltet, aber welchen der Buffs ist halt, so wie sich das liest, ziemlich zufällig. Und das macht es auch so ein bisschen schwierig, sie auf so eine bestimmte, also wenn man sie, weil sie ja hier als, oder er, ich weiß nicht, ob es ein sie oder ein er ist, immer noch nicht, es sieht eher nach einem, es könnte auch ein er sein, weil es ja erst ein Angriffsmonster ist, könnte man ja überlegen, ja, vielleicht baust du auf Damage. Aber das Ding ist, die erste und die zweite Fähigkeit skalieren ausschließlich auf Attack. Und wenn das so ist, dann bringt dir der Defense-Buff, den du beim Passiv bekommen kannst, eher weniger. Der Attack-Buff eine Menge, der Speed-Buff ist schön zu haben, aber bringt ja eigentlich auch nicht so viel. Und deswegen macht es so auf Damage gebaut eher weniger Sinn. Ich würde das Monster aktuell aus meiner Sicht erstmal auf Kontrolle wieder bauen. Also der Bild, den ihr hier seht, den habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr den Feuer-Espresso gesehen habt. Das ist tatsächlich dasselbe Runenset. Ich habe mir einfach das Runenset rüber geswitcht, Speed, HP und Attack. Wir können mal gucken, ob das mit der ACC so reicht. Die hat nur 42 plus Artifacts auf der zweiten Fähigkeit. Das ist ja quasi unsere Kaffeemühle. Ob das ausreicht von der ACC oder ich werde versuchen, vielleicht dann nochmal den Cookie noch ein bisschen umzubauen auf ein ACC-Bild, also Speed, HP und vielleicht ACC. Oder ihr versucht es auf Speed, HP, HP. Kann man ja auch machen für die ATA-Leute unter euch. Aber ich denke, Qual ist kein schlechtes Set. Vielleicht, wenn der Cookie ausgeskillt sein sollte, macht es vielleicht auch Sinn, auf Gewalt zu ruhen, weil ihr dann einfach schneller wieder an die zweite Fähigkeit rankommt. Aber das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Skill-Ups ihr habt. In dem Sinne, ich würde sagen, wir fangen mal an zu testen und gehen mal jetzt wieder in den Turm der Prüfungen rein, weil da würde ich sowas am ehesten sehen. Sehr viel Kontrolle. So, dann starten wir mal rein in den Turm und dieses Team kennt ihr vielleicht schon aus dem Wasser-Cookie-Video. Das ist ziemlich ähnlich. Ich habe legit einfach nur den Cookie ausgetauscht und wir versuchen mal hier so ein bisschen das Zeug zu machen und ja gut, Ganymede mach halt, ne? Ja, ist okay, Ganny, lass sein, Junge, lass sein. So, können wir jetzt mal den Cookie. So, ihr seht jetzt, der Cookie hat sich jetzt selbst gebufft mit einem Attack-Buff. Okay, wir machen mal den S2, Kaffeemühle, let's go. So, wir haben nicht einen Stun rausgehauen. Das kann passieren, aber die Angriffsbalken sind runter. Ich mache jetzt mal nur die ersten Fähigkeiten, dass wir mal so ein bisschen auch den Gegner vielleicht mal erleben gleich. So, und dann kommt der Cookie wieder ran und ihr habt schon wieder den Attack-Buff bekommen. Aber ihr werdet gleich sehen, das ist alles ziemlich random. Ich mache mal hier nochmal ein bisschen die Attack-Balken zurück, dass sie nicht zu sehr auskreisen. Und dann gucken wir uns vor allem jetzt erstmal den Cookie an. Meine ganzen Gewaltmonster-Proc natürlich, let's go. Schon wieder Attack-Buff bekommen. Leute, ihr kriegt nicht nur den Attack-Buff, auch wenn es jetzt in dem Video so aussieht. Oh, da war ein Stun aus dem Qual-Set. Wunderbar.
Wir resetten den Cookie nochmal. Und dann, wenn Ganymede uns dann lässt, Alter, Ganymede, hast du jetzt einfach jede Runde drei Runden oder was ist los? Vera hat auch schon wieder eine Runde. Wir gehen nochmal. Nee, wir lassen das nochmal. Ich glaube, der Cookie kommt vorher nochmal ran. Jetzt kommt der Cookie. Wir haben auch einen Defense-Buff jetzt mal erhalten. Aber der bringt uns nicht so viel. Also, außer dass wir halt mehr überleben können dadurch, bringt er uns nicht so viel. Vielleicht ein bisschen mehr Damage über die Kaffeemühle. Ja, also, dass hier gerade auch mit Add-Damage vielleicht noch ein bisschen mehr drücken könnte. Wir gucken mal, was da so Damage-technisch bei rumkommt. Ja, das. Es ist schön, dass es da ist. Wir haben jetzt auch ein bisschen öfter mal betäubt, glaube ich. Ja. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich persönlich finde, der Passiv von dem Wasser-Espresso hat mir deutlich besser gefallen, weil der einfach so eine schöne Synergie hatte. Dieser Passiv hier, also der Defense-Buff, jetzt ist er wieder da, der Defense-Buff und der Speed-Buff, vielleicht sehen wir den Speed-Buff nochmal, die sind einfach, was soll das? Also der Attack-Buff ist nice bestimmt, weil der wirklich alle Fähigkeiten, wenn ihr mal auf Swarm-Farm nachschaut, alle Fähigkeiten. Also die er benutzen kann, erste und zweite Fähigkeit skalieren ausschließlich auf Angriff. Und also zumindest für den Damage-wise eher weniger nützlich. Ich denke mal, dieses Monster wird viel eher, wenn überhaupt, wenn sie in RTA gespielt wird, dann wahrscheinlich auf Gewalt, auf einem Gewaltset. Und ja, viel mehr ist es nicht. Ich würde mal kurz auf ACC-Bild umstellen, ob wir dann die Betäubungen öfter treffen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach weiter und gucken mal in anderen Spielbereichen, wo man sie sonst noch so nutzen kann. So, ich habe den Cookie jetzt mal ein bisschen mehr ACC gegeben. Ich hab die Slot 600 von Attack auf ACC geändert, einfach um wahrscheinlicher dann auch zu treffen. Wohlgemerkt, im Turm der Prüfungen ist es ziemlich egal gewesen. In TOA wird es weniger wichtig werden, aber vor allem, wenn ihr jetzt gleich in den PvP-Modus reingehen, macht das vielleicht mehr Sinn, sie auf einem ACC-Bild zu packen. Wir gehen einmal hier rein. Ich versuche wieder so wenig Vio-Proxy möglich zu kriegen. Ganymede, was ist da denn los? Der Ganymede, Junge. So, jetzt haben wir den Defense-Buff, der uns nicht so viel bringt. Und jetzt, ja, gut. Wie gesagt, ja, im Ton der Prüfungen gibt es hier kaum Unterschied in dem Bild. Gut, da wird sich jetzt nicht viel ändern. Ich glaube, der Passiv ist super unspektakulär. Wir gehen mal weiter und gucken mal, ob wir die im PvP irgendwo nützlich einsetzen können. Eine Überlegung, die mir noch gekommen ist, während ich da so ein bisschen rumgetestet habe, ist vielleicht in den Artefakten aufgrund des Passivs die Überlegung gewesen, dass man hier vielleicht, wenn man diesen Angriffskraft-, Verteidigungs- oder Speedbuff bekommt, dass man vielleicht auch in den Artefacts mehr Wert auf genau diese Buff-Möglichkeiten. Ne, ihr seht ja hier, es gibt ja diesen Attack-Erhöhungseffekt, der ja den Angriffskraft-Buff bisschen stärker macht dadurch, also 3% stärker, das heißt nicht plus 3 dann, sondern multiplikativ 3% stärker macht oder den Speed-Erhöhungseffekt auch. Ich weiß gar nicht, haben wir auch einen Defense-Erhöhungseffekt? Ja, haben wir auch, genau. Also diese drei, dass man sich da vielleicht auf den Artefakten mit fokussiert. Allerdings glaube ich habe es noch nicht getestet, weil ich wenig solcher, ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig solcher Artifacts aufbehalten. Wir hatten aktuell eben gerade, als wir gespielt haben, hatten wir schon das Artifact drauf, hier mit dem Speed-Erhöhungseffekt und dem hier. Da war noch nicht, also ihr habt ja den Schaden gesehen, der war ja sehr marginal. Ich glaube, es macht wahrscheinlich viel mehr Sinn, auf diesen zusätzlichen Schaden hier zu gehen und damit den S2 ein bisschen mehr zu pushen, als dass man den Rest dort macht. Wobei für die erste Fähigkeit macht wahrscheinlich dann wieder dieser Attack-Effekt mehr Sinn, aber ich glaube, für den Damage ist sie sowieso nicht da. Ich glaube, sie ist eigentlich nur als CC-Monster. Wir gucken mal weiter in den PvP-Bereich und schauen mal, ob man sie dort überhaupt nutzen kann. So, und wenn ihr aktuell in die RTA so reinguckt, dann scheint nicht nur mich der Wind-Espresso-Cookie nicht so richtig zu überzeugen, sondern wenn man sich mal die Replays so anguckt, die aktuell verfügbar sind, vor 4 Tagen hat jemand gespielt, vor 3 Tagen und ja, das war's. Also es sind hier insgesamt 6 Replays. Ich habe uns euch mal eins gezeigt, wo man ganz gut sehen kann, warum der Cookie vielleicht nicht so der Knaller ist. Wohlgemerkt, man muss ja immer dazu gucken, auch noch, was die Runen und sowas hergeben, aber ich glaube, der Passiv, der ist halt nicht gut genug. Der ist nicht gut genug. Wir sehen hier ein Spiel von dem guten Simple God hier, der gegen typisches momentanes RTA-Meta antritt. Dominic, Shizuka, Riley sieht man durchaus auch noch. Das ist noch Molong. Douglas ist jetzt nicht Meta, aber ein guter Counterpick. Wir sehen eine Juno auf seiner Seite. Wusa wurde rausgebannt und jetzt hat er den Cookie reingespielt.
Und oh mein Gott, also dass er den Douglas da noch drinnen lässt, das ist natürlich schon Selbstmord überhaupt. Ne? Der Douglas muss ja eigentlich raus, weil wenn du den Cookie irgendwie erfolgreich da spielen willst, ja. So, und jetzt versuchst du den S2. Stun hat getroffen, Douglas sagt sich aber, nö, mir ist das egal. Und irgendwann die Stunts sind da, keine Frage. Aber was dann? Und man hat es auch gesehen, diese Buffs machen nicht so viel Schaden. Also der Attack-Buff, den sie jetzt ja schon hält, ist ja schon der richtige Buff, den sie hat, hat jetzt mit dem S2 irgendwie nichts ausgerichtet. Wir haben jetzt noch den Buff-Block auf dem Dominik getroffen, aber ihr seht schon, also gegen aktuelles Meta schwierig. Also gegen aktuelles Meta, zumal auch zumindest in der RTA nur selten irgendwelche Monster auch einschläfern, sodass ihr Passiv noch von wegen Immunität gegen Schlaf, dass er doch irgendwie noch reinkickt. Also was halt so einschläfert, ist der Wusa S1. Ne? Gegen das wäre sie immun. Allerdings ist sie vom Element Wind. Und naja, damit hast du eh eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sowas nicht trifft. Jetzt nochmal, ey, das war auch wieder, es waren glaube ich 100 Damage pro Hit oder so. Also ich meine, die Artifacts waren nicht so der Knaller. Wir hatten es ja bei mir gerade gesehen, da waren es ungefähr 500 pro Hit. Also Damage-wise sollte man sie nicht deswegen spielen. Und dann ist die Frage, für was überhaupt? Die erste Fähigkeit ist recht schlecht, die zweite Fähigkeit ist okay. Auf dem Wassermonster macht es sogar, also auf dem Wasser-Espresso macht es sogar noch mehr Sinn wegen dem Passiv. Aber der Passiv hier, der macht irgendwie nix. Und dann kein Wunder, dass du gegen das aktuelle RTA-Meter auch komplett auf den Sack bekommst. Also unabhängig davon, dass ich den Douglas wahrscheinlich selber rausgebannt hätte, dann hättest du den Molong drinnen lassen müssen. Aber ja, zumindest in der RTA sieht der Cookie für mich nicht so gut aus. Und ich würde sagen, viel mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht testen. Also muss ehrlich sagen, von den Cookies, die ich bisher so gesehen habe, bei den Espressos, sieht der Wind-Cookie für mich momentan auch am schlechtesten aus. Die zweite Fähigkeit ist okay, die sieht gut aus. Aber der Passiv, weiß nicht, vielleicht sägt er auch noch irgendwas nicht, aber ich glaube, gerade gegen Schlafteams, also dieser Espresso-Cookie wäre vielleicht gegen Ganni Hathor gut gewesen. Aber Ganni Hathor wird, also ich meine, ich glaube, ich habe sogar schon gesehen, dass Leute gegen Ganni Hathor gerne, also dass sie noch oft mal gespielt wird, aber es ist kein Meta mehr. Ne? Früher, vor einigen Seasons in der RTA, war ja Ganni Hathor das große Ding. Da wäre der Espresso-Cookie wahrscheinlich nicht so schlecht, weil er nicht eingeschläfert werden kann, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Ja. Aber momentan im aktuellen RTA-Meta wahrscheinlich eher nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich glaube, viel zu testen gibt es da nicht. Ich würde ihn tatsächlich, wenn überhaupt, in der RTA oder im Turnier der Prüfungen einsetzen. Im Turnier der Prüfungen vielleicht noch eher als in der RTA. Ja, in dem Sinne, lasst gerne mal noch einen Daumen da auf dem Video, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Espresso-Test wieder. Bis dann, haut rein, ciao.